Willkommen zurück zu Deponia Doomsday. Ja. Dem vierten und bisher letzten Teil. Ja. Wir haben das Ende nicht erfunden. Es war die ganze Zeit da. Wir haben es höchstens herausgefordert. Wie man eine Welle beim Surfen herausfordert. Oder ein Hai, wenn man vor ihm wegschwimmt. Guter Versuch. Wir bauten Speere gegen die Tiere. Mauern gegen die Speere. Leitern gegen Mauern. Türme gegen Leitern. Dann Boote, Wälle, Schlote, Rasierschaumtortenkatapulte. Und als der ganze Schutt schließlich selbst die höchsten Türme zu überragen drohte, bauten wir ein Raumschiff. Angetrieben von nichts Geringerem als der Sprengung unseres Heimatplaneten. Die Vorbereitungen dauerten Jahrzehnte. Aus der Arche wurde ein Zuhause. Mein Zuhause. Elysium. Niemand von uns ahnte, dass Abertausende Ahnungsloser im Schrott überlebt hatten. Das Symbol der Hoffnung wurde zum Damoklesschwert für Deponia. Zum Glück kam es anders. Einer jener Ahnungslosen durchkreuzte den Plan. Er rettete Deponia und alle, die darauf zurückgelassen wurden. Und er rettete mich. Indem er sich fallen ließ. Ende. Ach, der Schluss gefällt euch nicht? Ihr hofft noch auf ein Happy End? Aber, ihr wisst doch. Enden und Haie. Man sollte sie nicht herausfordern. Wobei ich mich seit damals schon des Öfteren frage, würde ich etwas ändern, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte? Was wäre das bessere Ende? Oder will ich einfach nur, dass es niemals endet? Dieser Ort war die Hölle, aber welcher war es nicht in diesen Tagen? Ich hatte den alten Jeremiah zurücklassen müssen. Selbst schuld. So schnell er beim Reifenwechseln war, so lange hatte er gebraucht, mir einen Slushy zu besorgen. Wenigstens hatten wir so die gefräßigen Fuel-Locks abhängen können. Ich musste mich beeilen. Ja, mal, wer bist du denn? Ich möchte das Tutorial spielen. Schritt für Schritt. Ja. Ja. Gut. Die Edward Snowman war keine Schönheit, aber sie war alles, was ich noch hatte. Okay. Leiter. Bitte. Ja. Boah, das Tutorial ist ja Käse. Ja. Einmal runter bitte, danke. Und rechts links an den. Schau dir Edward Snowman an. Edward Snowman war keine Schönheit, aber sie war alles, was ich noch hatte. Ja. Kann ich jetzt. Ja. Sieh die Spraydose an. Feuerzeug. Und da. Fuel-Lock gelb. Nicht gerade meine Lieblingsfarbe. Also ist das Tutorial doch Käse. Kann ich auch so. Ah.
Enteise mal das Zeug. Fetzig. Nichts. Der Organon hatte die Tür zum Sprengturm versiegelt. Frei nach dem Motto, wenn hier jemand den Planeten sprengt, dann wir. Lachhaft. Ja, okay. Irgend so ein Punk hatte keine Hoffnung an die Tür zum Sprengturm gesprayt. Erzähl was Neues. Klingt so ein bisschen wie so ein alter Rufus. Ja, und jetzt? Kannst Gegenstände in die Hand nehmen, bla bla bla. Kletter auf die Leiter, improvisiere Flammenwerfer. Werkzeugkiste. Okay. Genau, Glückwunsch. Spiel jetzt erstmal alleine weiter. Den? So, und hier ein Schneidbrenner. Mach wieder zu. Nicht, dass das Ding friert. So. Ja, dann watsche mal hier hin. Bidum, bidum. Mach's mit der Riegel kaputt. Der sah nicht so aus, als würde er sich zersägen lassen. Aber ich war so weit gekommen, ich würde es nun auch zu Ende bringen. Ganz zu Ende. Schneidbrenner zünden. Jawohl. Oh. Na? Das Siegel zu durchtrennen hatte sich als leichter herausgestellt als gedacht. Fast wünschte ich mir, es hätte länger gedauert. Aber nun war der Weg frei. Na dann. Ich muss so schnell wie möglich klicken. Viel Erfolg. Oh, diese Text-App. Man, den Kram hier nicht bestellen. Nun weißt du alles. Viel Spaß. Ach, gut. Was los? Mit dem Flammenwerfer. Weg, 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 weg. Ja, ja, komm, 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 komm. Das Ding zu. Ah, nicht Inventar. Loch. Die Tür war doch wieder offen. Die Aussicht verschlug mir den eisigen Atem. Von hier oben aus konnte man alles sehen. Die Zerstörung. Die Hoffnungslosigkeit. Und den Knopf, der simultan alle Bombenklammern in unzähligen Sprengtürmen rund um Deponia lösen würde. Ja, das war jetzt auch der Plan. Als ich die Bombe sah, lief es mir eiskalt den Rücken hinunter. Wahrscheinlich nur Schnee in der Kapuze. Ja, eher weniger, würde ich sagen. Rote Knopf. Was haben wir denn noch? Noch irgendwas Interessantes? Die Tür würde sie vorerst aufhalten. Ja, aber nur vorerst. Hm, noch irgendwas? Da. Da lag es nun. Kaputt im Schnee. Ausgebrannt. Am Boden zerschellt. Elysium. Symbol der Hoffnung. Was für ein Kitsch. Okay, dann nehmen wir mal den Knopf. Tja, das war's dann wohl. Das Ende meiner... Das... Frosch im Hals. Das Ende meiner Reise. Oh. Hm? So ein Schmeißdreck. Jetzt ist sogar schon das Armageddon eingerostet. Na warte. Aha. Rommelmütze. Also müssen wir jetzt ein Zeug sammeln. Okay. Ich erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Genau, ins Gesicht. Gib's auf, du!
Komm. Weg mit dir. Und tschüss. Vernebeltes Miststück, komm zurück, als wär das Ding noch nicht mit Karacho gegen die Wand gekachelt. Sprich, missglückt, ich muss hier wohl mal ne Gedächtnislücke schließen. Leben im Dreck, hat dir nicht geschmeckt, hast du nicht gecheckt, dass im Endeffekt alle Flüsse abwärts fließen, wie doppelt und dreifach bewiesen. Es ist doch längst evident, es gibt hier kein Happy End. Leb damit, Mana, kannst du noch so viel flennen. Es ist vorbei und ich seh keinen Sinn darin, Gedanken nachzuhängen. Wie geht da noch was und was wäre wohl wenn? Da ist er ja. Was für ein Albtraum. Ich war alt und hatte einen Schnurrbart und klang wie Frank Zander. Außerdem waren alle meine Freunde tot. Elysium war abgestürzt und ich habe Deponia in die Luft gesprengt. Entsetzlich. Ein Bild des Grauens. Ich mit einem Kotzbalken im Gesicht. Na, zum Glück ist ja alles wieder wie vorher. Ich kann es kaum erwarten, meinem Schnucki-Hasi Toni davon zu berichten. Okay. Erstmal nehmen wir den Stromschlüssel. Den können wir gar nicht gebrauchen. Das Feuer ist aus. Kein Wunder, dass ich von nuklearem Winter geträumt habe. Ofenklappe, das ist garantiert Holz. Das Feuer ist aus. Kein Wunder, dass ich von nuklearem Winter geträumt habe. Oh, ist hier noch irgendwas? Knickerfolie aus dem Postbüro. Ja, gib. Ach egal, ich lasse sie einfach hier, bis mir wieder eingefallen ist, wofür ich sie brauche. Ich lasse sie einfach hier, bis mir wieder eingefallen ist, wofür ich sie brauche. Okay. Muss die Musik gleich mal ein Stück runterregeln. Bisschen sehr laut. Okay, was haben wir hier? Sieht seltsam aus. Sauber. Während ich geschlafen habe, hat sich der Ballon mit Gas gefüllt. Jetzt muss ich nur noch die Flamme einstellen und dann... Elysium, ich komme. Ha, Toni wird Augen machen. Ich sollte schon mal ihre Kristallgläser verstauen. Nicht, dass da noch irgendeine Ecke abbricht, ne? Hebel. Seil. Nein, ich hab, wenn ich das nächste Mal werfe, dann um etwas zu fangen. Moment. Nein, ich habe die Lasso-Nummer lange genug geübt. Wenn ich das nächste Mal werfe, dann um etwas zu fangen. Okay. Gibt es hier irgendwas Lustiges? Bilder. Diese kryptischen Schilder sieht man in letzter Zeit immer häufiger. Und seltsamerweise tauchen sie immer in meiner Nähe auf. Okay, da ist irgendwas drin hier. An die Arbeit. Nein, stopp. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In meinem Traum war es genauso. Ich hatte die Knickerfolie vergessen. So ist letztlich alles in die Brüche gegangen. Toni war so wütend, dass wir uns schließlich getrennt haben. Und dann habe ich eine Verschwörung des Organon aufgedeckt und eine Revolution gestartet. Memo an mich selbst. Vor dem Einschlafen nicht mehr am Gummierstift lutschen. Ah, jetzt bräuchte ich die Knickerfolie. Ja.
jetzt mal die Knickerfolie. Diese Zukunftsvisionen haben was. Ich sollte Prophet werden. Tatü, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Hey, stopp! Dieser Schabernack war in meiner Vision nicht vorgesehen. Kann ich das Ding jetzt fangen? Nein, ich habe die Lasse und wenn ich das nächste Mal werfe, will ich was fangen. Hey, hallo, Sie können hier nicht parken. Da und ich kann nach da gehen. Ah, wird Toni hier wieder ausrasten. Hey, du da. Ist das deine Schrottlaube? Ja, aber bitte halte dich fern davon. Und von mir auch. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Ja, da sind wir uns ausnahmsweise einig. Aber da du nun mal hier bist... Wer bist du überhaupt? Mein Name tut nichts zur Sache. Ignorier mich einfach. Würde ich ja gerne. Im Grunde darf ich nicht einmal mit dir reden. Zumindest solange noch unklar ist, ob wir ins selbe Universum gehören. Na, viel spricht nicht dafür. Jeder noch so kleine Kontakt muss unbedingt vermieden werden. Verstehst du? Kein Kontakt. Was treibst du da eigentlich? Das möchtest du nicht wissen. Glaub mir. Unbesehen. Dann hör auf, mir Fragen zu stellen. Kein Kontakt. Das ist essentiell. Okay. Was hast du nur getan? Darüber darf ich nicht reden. Es... Moment, was habe ich denn getan? Du hast beim Einparken die Gläser meiner Freundin zerdeppert. Himmel, Herbert, noch eins. Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Ich könnte eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes ausgelöst haben. Ja, aber meistens fängt sie sich nach ein paar Tagen wieder. Du verstehst mich falsch. Ich rede hier von Ascheregen, Magmaflüssen, ewiger Dunkelheit. Ja, ja, du kennst Toni, schon verstanden. Aber das macht die Gläser auch nicht wieder heil. Du hast recht. Ich muss etwas tun. Das meine ich aber auch. Lass mich überlegen. Überleg schneller. Eine Möglichkeit gäbe es da schon. Aber es wäre sehr gefährlich. Du willst doch nicht etwa... Doch, es muss sein. Sei kein Narr. Es muss eine andere Lösung geben. Wenn es sie gibt, sehe ich sie nicht. Ich fürchte, mein Entschluss steht fest. Ich werde... Nein! Die Zeit zurückdrehen. Nein! Du... Was? Ach so, ich dachte, du willst dich entschuldigen. Aber dein Vorschlag klingt besser. Gut nachgedacht. Holla, bravo, Mensch. Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Ich sagte, ich werde die Zeit zurückdrehen. Ja, Zeit zurückdrehen. Ja, nur zu. Super Plan. Aber wunderst du dich denn gar nicht? Du musst doch 1 Million Fragen haben. So, ja, na gut. Wer bist du überhaupt? Mein Name ist McChronicle. Ich arbeite an der Schrotthandelsuni in Porta Rustica. Du bist Professor? Wofür? Für alberne Kopfbedeckungen? Mein Fachgebiet ist Temporalphysik. Ich untersuche Anomalien auf der 4. Achse der Raumzeit. Tatsächlich? Dann kannst du mir ja sicher eine zeitbezogene Frage beantworten. Gut möglich. Wann, lieber McChronicle? Ja. Wann? Wann habe ich dich nach deiner Lebensgeschichte gefragt? Was treibst du da eigentlich? Ich suche nach Zeitanomalien. Toll, du hast eine gefunden. Ich will ja nicht prahlen, aber ich bin geradezu eine Singularität. Meine Anzeigen sprechen eine andere Sprache. Ignoranzösisch. Ich rede hier von Zeitspliss. Eine ernste Sache. Es ist wie Spliss. In der Zeit. In der also meine Zeit. Haare sind gesund und kräftig bis in die Spitzen. Der Quantenschaum kocht geradezu. Irgendwas Schlimmes ist passiert. Und vielleicht wird es sich bis in alle Ewigkeiten wiederholen. Du klingst wie meine Freundin Toni. Okay. Was ist denn aus kein Kontakt geworden? Dafür ist es nun zu spät. Das Unaussprechliche ist eingetreten. Aber wir können das ungeschehen machen, wenn wir meinen Plan befolgen. Gummistiefel wieder in Mode bringen? Unfug. Ich meine... Die Zeit zurückdrehen. Hörst du auch immer dieses seltsame Dröhnen? Ja,
bisschen unangebracht. Was ist die Quadratwurzel aus 237.169? 487. Aber ich meinte eigentlich eine andere Art von Frage. Eine, deren Lösung nicht so offensichtlich ist, ich weiß. Okay, na gut. Na gut. Wie meinst du das, die Zeit zurückdrehen? Wie ich es sage. Ich habe ein Gerät erfunden, um Unfälle zu vermeiden, nachdem sie geschehen sind. Es speichert einen Zustand der Raumzeit ab, bevor ich rückwärts einparke. Also du hast eine Zeitmaschine erfunden und benutzt sie als Einparkhilfe? Du bist ein vierdimensionaler Waschlappen-Macronicle. Eigentlich sollte ich sie gar nicht benutzen. Man stelle sich vor, diese Technologie würde in unverantwortliche Hände geraten. Oh ja, das wäre schlimm. Wo schalte ich das Ding ein? Ich hätte niemals hierher kommen dürfen. Ein Fehler, der sich ja leicht korrigieren lässt. Indem ich an dieser Kurbel hier drehe? Nein, warte! Oh Gott. Hilfe? Tati, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Was kribbelt denn da so auf der Fontanelle? Ist das etwa die synaptische Sensation, mich an Dinge zu erinnern, die noch gar nicht passiert sind? Hallo, Mr. Rufus. Hm? Was? Moment, ich kenne dich. Du bist McCromnickel. Das hieße ja, du kannst dich erinnern? Na und ob? Du hast die Gläser kaputt gefahren. Verblüffend. Nicht halb so verblüffend wie deine Popelbremse. Aber apropos verblüffend. Wie zum Kehricht ist das alles nur möglich? Wir reden gleich drüber. Kannst du mich bitte zuerst einweisen? Ich will meinen Fauxpas von eben nicht wiederholen. Du meinst den von gleich? Nein, ich glaube, es wäre jetzt bereits eben gewesen. Himmel, das könnte wieder einer dieser Tage werden. Bist du bereit? Ach, was soll's. Gib Gummi. Was heißt das? Komm? Kommen? Kommen? Hä? Nanu? Nein. Doch eben noch ein Elefant. Nein. Hier geht heute etwas vor, wovon sich unsere Schulweisheit nichts träumen lässt. Nein. Okay, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich muss erstmal Scherben aufwischen. Bis denn. Ciao.